Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich aus meiner Psychotherapiepraxis mal ein bisschen eine andere Perspektive. Wir haben, damit du weißt, wann ich das Video gedreht habe für dich, wir haben heute den 10.01.2019 und ich möchte dir in diesem Video ein paar Indikatoren, also Hinweise geben, was Punkte sind, woran du erkennen kannst, ob du an Beziehungs- und Bindungsangst, also an einem Nähe- und Distanzproblem leidest. Das ist etwas, was sehr, sehr häufig in Zeiten wie diesen vorkommt, in Zeiten der Beziehungslosigkeit, wo Menschen sich immer mehr isolieren und wo es die klassische Zweierbeziehung so gar nicht mehr gibt und wo auch Identität, also wer bin ich eigentlich, diese Frage auch nicht so einfach zu beantworten ist. Denn weder werden Menschen von heute Religionen, Konfessionen, also Glaubensüberzeugungen quasi in die Wiege gelegt. Früher wurde man einfach stillschweigend getauft und war dann katholisch zum Beispiel oder eben protestantisch. Aber es war so quasi, so wie die Eltern das wollten. Heutzutage wird das viel offener gehalten. Tendenziell ist das einfach so. Das heißt jetzt nicht, dass nicht noch traditionelle Erziehungsmodelle bestehen. Auf der anderen Seite ist dieses klassische Mann-Frau-Partner-Verhältnis, wo man dann mit so um die 20 heiratet, auch nicht mehr da. Ja? Jetzt kann man sagen, das ist ja jetzt viel toleranter und offener. Aber auch die Identität geht damit verloren, dass man jetzt nicht mehr weiß, bin ich Single, bin ich Mingle, habe ich eine Freundschaft plus, keine Ahnung, ja, dann gibt es dieses Phänomen des Ghostings, von dem du bestimmt schon gehört hast, wenn ich keinen Bock mehr habe auf eine Beziehung, auch wenn das mit der mir am nächsten stehende Mensch war, dann mache ich von heute auf morgen dicht, blockiere den überall auf Social Media und bin für den einfach wie ein Geist verschwunden, ja. Und der kann dann gar nicht mehr an mich ran. Und vorher war es vielleicht die größte Nähe. Jetzt kommen wir zu dem Teil im Video, wo ich dir sozusagen aus dem Nähkästchen erzähle, woran du erkennen kannst, ja. Also jetzt nicht nur aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz, sondern aus meinem Wissen als Psychotherapeutin und Philosophin heraus, woran kannst du erkennen, ob du an Bindungsangst leidest. Also ich sag dir jetzt mal die schlechte Nachricht zuerst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du zumindest ein bindungsängstlicher Light bist. Du musst nicht Medium und du musst nicht Large und du musst nicht XXL unterwegs sein, aber ich vermute, dass jeder, der hier zuguckt, ein bisschen bindungsängstlich ist, weil schon die Wahl eines solchen Kanals sagt ja über dich aus, dass du ein Suchender, ein Fragender, eine Suchende, eine Fragende bist, die vieles hinterfragt. Und jetzt die gute Nachricht, es ist gut, dass du ein bindungsängstlicher Leid bist, denn es ist absolut doof, sich sofort auf jeden einzulassen und distanzlos jedem das Herz auszuschütten, jedem zu vertrauen und danach eben extrem enttäuscht zu sein. Und es gibt Menschen in meiner Praxis, die mir dann sagen, ich möchte mich nie wieder verlieben, ich möchte mich nur noch auf einen Menschen einlassen, der nicht so große Gefühle bei mir auslöst. Es gibt sogar Menschen, die mir sagen, ich möchte nicht mehr zu einem Psychotherapeuten, zu einer Psychotherapeutin, in die ich mich dann so, nicht verliebe vielleicht, aber an die ich mich so sehr binde, dass es ein riesen mega Verlust ist, wenn diese Person dann plötzlich den Wohnort wechselt oder stirbt oder krank ist oder ausfällt oder einen Unfall hat. Also diese Empathie, dieses Mitgefühl mit anderen Menschen wird von vielen, gerade bindungsängstlichen Menschen, die werden ja auch dadurch bindungsängstlich, dadurch, dass sie Erfahrungen machen, dass sie eben dann sich abhängig fühlen vom Wohlbefinden eines anderen und vom Verhalten eines anderen, werden dann eben solche Situationen extrem vermieden. Und ich finde das so, so schade, wenn man auf die Verliebtheit verzichtet, auf die Schmetterlinge im Bauch oder wenn man auf die wirkliche große menschliche Nähe verzichtet und auf die großen Gefühle verzichtet und Gefühle verdrängt und den Teppich kehrt, nur weil sie auch wehtun können. So, das war die Vorrede. Jetzt kommen wir zu den Kriterien oder Indikatoren. Woran erkennst du es? Naja, bindungsängstlich leid, habe ich dir schon gesagt, dass du sicher bist. Wenn es aber ins Krankhafte geht, dann entsteht ein riesen Leidensdruck und dann kommst du in das hinein, was ich im Vorhin schon erwähnt habe, in dieses Vermeidungsverhalten. Dann hast du wahnsinnige Angst davor, dein Herz an jemanden zu verlieren und sperrst deine Gefühle sozusagen von dir selber weg. Abspalten von Gefühlen, Verdrängen von Gefühlen, Verleugnen von Gefühlen, Abwehren von Gefühlen ist dann die Folge.
Wenn du jetzt einer bist, der schon im Medium-Bereich oder schon im Large-Bereich von Beziehungsvermeidung und Bindungsängstlichkeit gelandet ist, sich dorthin entwickelt hat aufgrund schlechter Erfahrungen, enttäuschender, frustrierender Erfahrungen, der sollte dann im Gegenzug, und jetzt sage ich gleich das Gegenmittel gegen diese Bindungsstörung, die sich dann daraus ergeben kann, dass man sich eben gefühlsmäßig komplett abschottet, zurücknimmt, eigentlich kaserniert. Ja, dass du eben in die Vollen gehst, dass du dich wirklich öffnest, dass du bewusst trainierst, mit Menschen in Beziehung zu treten und Bindung nicht zu scheuen, Abhängigkeit nicht zu scheuen. Abhängigkeit hat immer so einen bitteren Beigeschmack. Es ist aber unmittelbar eine Nebenwirkung von Bindung. Und Bindung ist nichts Schlechtes. Bindung hast du ja auch zu deinen Freunden. Du kannst ja deine Freunde auch nicht einfach von heute auf morgen durch andere Menschen ersetzen. Denn Beziehung und Bindung entsteht ja über die Zeit und ist nicht einfach so da. Ja, und wenn es eben nicht mehr gut sich anfühlt, wenn Leidensdruck auf deiner Seite da ist oder wenn du schon so sozial isoliert bist, dass andere sagen, du bist ja schon Soziophobiker, eine Soziophobikerin, dann ist es ein Zeichen, dass du extrem bindungsängstlich und beziehungsvermeidend bist. Dieses Vermeidungsverhalten ist immer ein Indikator dafür, dass Bindungsangst da ist. Es kann aber auch sein, dass jemand ins Gegenteil geht. Also es gibt auch bindungs- und beziehungsängstliche Menschen. Bindungs- und Beziehungsphobiker, Phobos für Furcht, griechisch. Ja, die eben dann beziehungssüchtig sind, also die ins Gegenteil gehen und so Beziehungsjunkies sind und One-Night-Stands haben und dauernd die totale große Nähe, so wie man es vielen US-Amerikanern nachsagt, gleich so distanzlos, wie wenn man Bruder und Schwester wäre und nächsten Tag ist man dann zerstritten, übertrieben gesagt, oder sieht sich überhaupt nicht mehr an und ghostet sich gegenseitig. Ein weiterer Indikator für deine Bindungsangst ist, wenn du die ganze Zeit drüber nachdenkst, wie du jemand finden könntest, der dir genügt, der zu dir passt, aber du findest nie jemanden, es passt nie jemand. Das ist auch ein Indikator dafür, dass wahrscheinlich ein Nähe- und Distanzproblem, ein Regulationsproblem von Nähe und Distanz bei dir vorliegt. Das heißt, du kannst es nicht so regulieren, du lässt die Leute entweder zu nah an dich ran oder hältst sie so sehr von dir ab oder lässt die Falschen, die dir nicht gut tun, zu nah an dich ran und zu schnell an dich ran und die, die dir eigentlich gut tun würden, die erkennst du gar nicht. Also es spricht dann auch für ein gestörtes Regulationsvermögen, eine gestörte Fähigkeit, Nähe und Distanz von Menschen zu regulieren. Und jetzt kommt noch so ein Wort, die soziale Kompetenz ist dann das Aufgabengebiet, was du in deiner Psychotherapie mit deinem Psychotherapeuten, deiner Psychotherapeutin gemeinsam bearbeiten kannst. Ja, dass du an deiner sozialen Kompetenz, das ist ja auch eine Fähigkeit, einfach zu spüren, wer mir gut tut, wen ich wie weit oder wie nah an mich ranlasse und wo ich eine Grenze ziehe, dass du an diesem Vermögen, an dieser Fähigkeit der sozialen Kompetenz feilst und das weiter ausarbeitest und entwickelst in der Beziehung zu deiner Psychotherapeutin. Stell dir der Psychotherapie wie so ein Trockentraining vor, wo du das trainierst, was du dann in einer echten Beziehung draußen im Leben außerhalb der Praxis praktizieren kannst. In diesem Sinne, freue mich auf dich, will dir noch sagen, nächsten Dienstag, einen Tag vor dem Tag des Nichtstuns. Ja, du hast richtig gehört, der Mittwoch ist der Tag des Nichtstuns. Da bin ich am Dienstag um 1 Uhr in der Sendung, das ist eine Rundfunksendung, österreichweit kann man aber auch übers Internet von überall her abhören, mithören, da bin ich in der Sendung Punkt 1, eben um Punkt 1 und da geht es ums Thema eben, dass Tätigsein wichtig ist, also ganz im Gegensatz zu diesem Tag des Nichtstuns ist Tätigsein, ist Tun, ist Aktivsein, ist Gestalten wichtig und wenn dich das interessiert, hör rein. Sonst schreib gerne in die Kommentare, was du zu Bindungs-, Beziehungsangst, Nähe- und Distanzregulation zu sagen hast, welche Fragen du hast, was du anderen raten willst hier auf diesem Kanal. Bedanke mich schon mal dafür. Bedanke mich auch für deinen Daumen hoch, für dein Abo, für deine Treue hier auf diesem Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Freue mich auf dich.